Das ist nicht gut. Summer müsste längst hier sein. Hoffentlich taucht sie bald auf. Und wenn was schiefgelaufen ist? Wenn nicht mal Marissas Dad es geschafft hat, sie herauszuholen, wie sollen wir das dann schaffen? Nicht so, dass wir auf Summer warten. Hi, wir wollen zu Marissa Cooper. Das geht klar, Denise. Die gehören zu mir. Ach du großer Gott. Was ist? Ich hab doch gesagt, ich bin Schwesternhelferin. Ich hab gedacht, das war ein Scherz. Freiwilliger sozialer Dienst, alle Mädchen machen das. Sollte ich mich öfter einweisen lassen? Tja, so krank wie du bist. Also was jetzt? Kannst du uns in die geschlossene Abteilung bringen? Versuch an mir dran zu bleiben. Gut, Seth, du passt auf. Hi Gloria. Ich weiß, ich hab heute frei, aber ich kann von Kranken einfach nicht genug kriegen. Die zwei helfen mir beim Baden. Mhm. Vor allem der da. Hey, Madame Bovary. Dieser Flaubert konnte schon echt gut schreiben. Wahrscheinlich. Ich find's aber Mist. Ich weiß zwar, dass Emma ein total gebrochenes Herz hatte, aber warum musste sie dann gleich Arsen schlucken? Du hast Madame Bovary gelesen? 5-mal. Das ist Tom Shales Lieblingsbuch. Oh, ich glaube, ich sehe nach ihm. Er liegt 2 Stockwerke tiefer, er ist inkontinent. Du bist schon seltsam und geheimnisvoll, Summer. Und das Gefühl entwickelt, dass wir dir wirklich helfen wollen. Halt, warte. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich bin kein Matrose. Das bedeutet, du solltest jetzt... Geh los und ich halte die beiden auf. Genau das habe ich gemeint. Wunderbar, alles klar.